Jette, der OZ-Redakteur Armins Wachtelhund, kennen Sie bereits aus 2 Folgen. Der Junghund entwickelt sich prächtig, nicht zuletzt deshalb, weil er die Ausnahmehündin Lara als Lehrmeister auf vielen Drückjachten hat. Armin war mit seinem Hund auf einer Jagd, die die Züchterin ausschließlich für Jette und ihre Geschwister veranstaltet hat. Es schneit schon den ganzen Morgen und es droht, eine echte Winterjagd zu werden. Wachtelhündin Jette und ihre Wurfgeschwister treffen sich zur ersten gemeinsamen Jagd. Vorweg gibt es aber mal was an den Zahn. Schmalzbrote, was gibt's Leckereres? Ist das auch Wildschweinschmalz dann? Das ist echtes Wildschweinschmalz. Eieieiei. Wer macht denn heute mit? Larus Werdenfels. Jana von Wolfsberg. Jule, dasselbe. Janu von Wolfsberg. Der Jasper von Wolfsberg. Jesse von Wolfsberg. Der Janus von Wolfsberg. Und die kleine Jette. Und die Mutter, das ist die Quinny von Wolfsberg. Jetzt nimmt man ja den Vater bewusst aus vererbungstechnischen Gründen. Wie ist er denn so? Also er ist ganz klar ein Weidjager. Ja. Und kommt sauber zurück. Ja. Kann man davon ausgehen, dass man so die 2 Stunden eventuell auch mal keinen Hund hat. Ne? 2 Stunden ist ja noch okay. Ja, also er ist in der Regel zum Ende der Jagd ist er wieder da. Zu der Mutter muss man gar nicht viel sagen. Ganz ausgeglichener, ruhiger Hund. Das ist nur, weil wenn du dann... Das ist aber ganz die Mama, oder? Aber Gwenny ist nur während der Hitze schlecht gelaunt. Hat man ja schon mal gehört, sowas. Er macht alles, was ein Jagdhund können muss. Das Ganze wird ja durchgeführt unter dem Vorzeichen Junghundejagd. Und wir schnallen ja auch fast nur die Junghunde. 2 ältere Hunde werden noch zusätzlich geschnallt. Am Ende des Tages haben wir Helga Adolfs zu der Jagd befragt. Ja, es war ganz was Besonderes, nämlich eine Junghundejagd. Also alle Hunde aus dem letzten Jahr, von dem letzten Wurf meiner Zuchthündin, die hatte ich ganz gezielt heute eingeladen. Und die wurden auch hauptsächlich geschnallt. Es wurde zusätzlich noch der Vater des gesamten Wurfes geschnallt, der auch noch mitgejagt hat. Also insgesamt konnte man sich einen sehr, sehr guten Eindruck machen, was die Hunde so imstande sind, im Moment zu leisten. Und davon bin ich ganz begeistert. Was sollen die Hunde denn jetzt schon können? In dem Alter soll man sehen, dass sie sich selbstständig, wenn sie vom Stand aus geschnallt werden, dass sie sich selbstständig lösen, dass sie wild suchen, wild finden und wild spurlaut verfolgen. Und das auch durchaus mal für eine längere Zeit. Also nicht nur 50 Meter oder 100 Meter anjagen, sondern eben an dem Wild dranbleiben, sodass eben auch, wenn das passt, wild vor ihnen geschossen werden kann. Und das hat ja auch wohl gepasst, weil 4 Stück Rehwild und 1 Schwein sind ja vor den Hunden geschossen worden. Soweit sind wir aber noch nicht. Jetzt ist vor der Jagd und wir wollen sehen, wie die kleine Jette an Sauen jagt. Das ist Lara, die Wachtelmixhündin von Armin. Kann, haben wir schon gesehen bei DJZ TV. Da man die beiden kaum unterscheiden kann, die junge Jette trägt keine Weste. Und los geht's. Das besondere Talent von Lara ist der Kontakt zu Armin. Sie jagt selbstständig, verliert ihn aber nie allzu weit aus den Augen. Zumindest auf seiner Fährte findet sie ihn immer wieder. Hahn in Ruhe ohne Hund kommt bei Armin nicht vor. Er hört auch genau, was Lara gerade vor sich hat. So, jetzt gehen wir hier über den Kopf da hoch. Ja, wir müssen so. Eigentlich über den Kopf. Also das hier ist unsere Grenze, gell? Hopp, hopp, hopp. Am Laut kann er mittlerweile Sau oder Reh heraushören. Was ist das, Schatz? Da kommen wir aber die gleich jetzt hin. Da ist noch immer Standort.
Schön zu beobachten, auch Jette ist immer wieder bei Armin und um ihn herum. Der junge Hund wird nicht als Jagdprofi geboren. Er muss es lernen, genau wie der Jäger. Bei Lara kann man sehr schön sehen, dass sie nicht kopflos Fährten sucht. Für sie ist Armin der rote Faden der Jagd. Denn ohne Menschen gibt es keine Beute. Also im Idealfall. Auch andere sind von ihrem Wachtel begeistert. Alles gehört. Dammwild, Rotwild, Schwarzwild. Mindestens 20 Jagden in Brandenburg. Das war, denke ich, ein perfekter Hund. Ja. Ich vermute es, auch vom Charakter. Das ist mein dritter Wachtelhund. Also einfach perfekt, kann ich nur sagen. Armin ist sich sicher, was Jette vor sich hat. Sauen. Die Sauen stecken direkt vor ihnen und man sieht dem Hund an, dass er sich sein Selbstbewusstsein von Armin holt. Armin will, dass Jette von Lara lernt. Lara! Die erfahrene Hündin holt sich gezielt Wind und ist schnell an den Sauen. Helga wird einen Schuss los, aber der geht vorbei. Bei der zweiten Sau ist Jette im Weg. Einen Treiber mit Kamera auf der anderen Hangseite läuft der Frischling fast um. Lara und Jette hinterher. Kurze Zeit später sind die Hunde wieder da. Eine weitere Rotte liegt nicht weit entfernt und wieder hat der Treiberkameramann Glück. Jetzt müsste man eine Waffe haben. Die beiden Hunde jagen hervorragend zusammen und Jette hätte sich keinen besseren Lehrmeister wünschen können. Dann kommt etwas Unerwartetes aus der Deckung. Was aussieht wie Hänsel und Gretel nach 50 Jahren Umweg, sind Treiber aus dem Nachbarrevier. Fotografieren Sie? Ich filme, genau. Vögel? Nee, Sie, Spaziergänger. Ach so. Ja, die sind unheimlich selten hier. Ja? Ja? Nee, sie sind sozusagen die Letzten ihrer Art. So lernt man sich kennen. Adolf, den Namen habe ich schon mal gehört. Deswegen meinen Sie ja wahrscheinlich, dass ich Ärztin bin. Ja, ja. Bin ich aber nicht. Ich bin an der Uni? Ja, an der Uni. Na, das kann ja jedem mal passieren. Es war für alle Teilnehmer ein herrlicher Tag. Vor allem die jungen Hunde haben wieder eine Menge gelernt. Was uns Menschen so logisch erscheint, muss sich der Hund erst mühsam abschauen und aus eigener Erfahrung lernen. Und, ist das jetzt normal, dass die Hunde nach der Jagd da sind? Ja, für Wachtel ist das Zufall. Mehr wollte ich nicht. Gerhard Seidenkranz ist an diesem Tag auf jeden Fall der kulinarische Höhepunkt. Also nicht er, sondern das, was er dabei hat. Das ist mit Geruch, Geruchsfernseher. Hier mal. Was dürft ihr? Lecker. Drei Wochen Kaltgeräusche, jeden zweiten, später jeden dritten Tag. Der Genussmensch hat an diesem Tag den Spruch geprägt, mein Hund bettelt nicht, der kriegt schon vorher was. Der stehen die Schinken. Und dann neutralisieren die sich in der Zeit, dass da auch eine Drückjagdsau, das ist auch eine Drückjagdsau hier. Eine Kühlerhaube weiter gibt es Kuchen und Mettbrötchen. Was will man mehr? Die Hundeleute sind guter Dinge. Weiber.
Jeder Hund hat seine eigene Geschichte. Mancher Besitzer hat schon traurige Erfahrungen gemacht. Ist der dritte Wachtel, den ich habe. Der erste ist unter ein Auto gelaufen, der zweite vor einen Zug. Das ist jetzt der dritte. Jeder Wachtel ist ganz anders vom Temperament. Er ist sehr anhänglich, fängt aber an, mittlerweile relativ weit zu jagen. Also, heute war er 3 Stunden. Aber er kommt immer wieder dahin, wo man ihn geschnallt hat. Kein Problem. Also muss man eben eine halbe Stunde später hinfahren nach der Jagd, ist er da. Wir hatten dann in der Familie abgestimmt, was es werden sollte. Beziehungsweise die jüngste Tochter, die kam irgendwann abends beim Abendessen. Ich habe jetzt schon mal vorbereitet Wahlzettel. Ihr könnt jetzt wählen, welchen Hund. Ja, stopp mal, wieso überhaupt? Ja, das hat sie schon entschieden gehabt. Und da kam wegen dem Kuschelfaktor der Wachtel raus. Bei anderen war weniger der Kuschelfaktor als vielmehr die Stimme ausschlaggebend. Noch ein Wort.